Wie er mich beobachtet, der Penner. Und will sich die Hände nicht schmutzig machen, oder wie, hä? Ich glaube, hackt. Oh Gott, da kann ich nichts gegen tun, wenn ihr... Genau das habe ich mich befürchtet. Die haben jetzt den gleichen... Rhythmus. Awesome. Ah! I'm dead. Das war geil. Ah, warte mal. Ja. Ist cool. Das war nicht so durchdacht. Das war auch so nicht gedacht. Ich weiß aber wie. Machen wir es einfach so. Wenn die aufeinander ballern, dann... Ne? Bin ich weg. Haha! Was? Ihr tötet euch nicht, ihr Schweinebande? Was ist das denn? Ihr dreckige Bande eines Schweinehirten. Ah, darum brauche ich Telekinese. Ah, warte mal, ich brauche Telekinese. Ja, warum nicht? Dann kann Frank doch auch hier hoch. Frank! Need your help! Okay, das geht nicht. Scheiße, wie kann ich die ausschalten, die Typen? Na, ist keine Chance. Wenn ich den einen ablenke, dann kriegt der andere mich. Goddammit, okay, irgendwas stimmt hier noch nicht. Aber Frank kann... zu Hilfe kommen. Er will nur nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas mit Teleportation machen, aber ich weiß nicht was. Weil ich kann jetzt, wenn ich jetzt hinter ihn kommen würde, ne? Ich hatte echt gedacht, die schießen sich gegenseitig tot. Aber es funktioniert nicht. Ich muss es selber zurücklenken. Guten Abend, Fiandra. Schön, dass du reinschaust. Wir spielen gerade The Way, ein Action-Adventure, ne, ein Adventure-Puzzle-Game, so ein bisschen. Und ich sitze gerade vor einem Impasse. Ich weiß nicht, wo ich hier weiterkomme. Weil die Typen töten mich hier die ganze Zeit. Das ist nicht so cool. Müssen die auch synchron sein? Das kann ja wohl nicht. Ich versuche das nochmal. Weil ich sonst nämlich keine Ahnung habe, wie es funktionieren soll. Näher an den Rechten zu gehen und dann zuerst weghauen. Ja, aber das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass es geht, aber... Danke für den Follow, Viandra. Dass er seinen Kumpel nicht abknallt. Ja, aber ich versuch's mal so, Hugo. Tier, du hast recht. Diese Asynchronität macht natürlich Sinn, ist klar. Ich habe daran auch schon gedacht, aber es hat ja vorher nicht funktioniert. Na, ah, ich habe in dem Moment losgelassen. Ich bin so ein Held. Okay, läuft. So, Schild raus und jetzt einmal schauen, ob wir das hinbekommen. Ja, geht. Sehr gut, Hugo Tier. Gut mitgedacht. So, jetzt sind... Ah, nein, das ist wieder so ein roter Junge, ne? Oh Gott, der ist noch schlimmer. Du bist ein Schnellfeuerfreund, der auch ein Schild hat. Ah! Shit. Was ist das denn, ey? Wie der einfach selber ein Schild hat, der Penner. Siehst du gleich, Gimli, wie es war. Ich will noch gleich ein Schildduell mit denen leisten. Okay, dann und dann. Ah, ich dachte, ich erwische den damit noch. So, wenn es noch im Bild ist. Nö, kann ich nicht machen. Ich weiß nicht, was... Was ist das denn, ey? Junge! Ah, ich weiß, glaube ich, wie. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Leiter hochgehen kann, wenn ich das noch anhabe. Und ich kann zwischen den Fertigkeiten nicht wechseln und sie kombinieren. Das funktioniert nicht. Aber... Ah!
Der Penner zielt ja. Was soll das denn? Ich dachte, der bleibt auf der Höhe. Shitty. Warum unser Freund nicht dazukommt, weiß ich auch nicht. Ach, du meinst das mit Viandra? Ach so, das war nur der Follower, die Follower-Einblendung, dass mir jemand followt. Gimli, oder was meinst du? Kommt so ein bisschen Star Wars hier rüber, hier mit den Druiden, oder? Okay, jetzt ist die Frage, warum kommt Tinker nicht? Beziehungsweise Frank. Unser Frank, unser bester Freund. Unser einziger Freund. Alle anderen sind tot. Unsere Frau ist tot. Und sonst gibt's eigentlich keinen. Weil, ne, ich kann doch nicht laufen hier oder gehen. Na, ich bin tot. Shitty. Shitty, shitty, shitty. Warte mal, ich glaube, ich habe hier was falsch gemacht. Vielleicht haue ich das immer zu hoch. Eine Sekunde. Ich muss mich kurz mal metzeln. Frank? Jetzt? Weil er immer aufsteht. Guck, er steht auf, aber er setzt sich dann sofort wieder hin. Der Kerl, aber ich muss wahrscheinlich erst ganz oben hin, damit er mitkommen kann. Ah, zu spät. God damn it. Hoch mit Telekinese. Nein, kann ich nicht. Ich kann im Hintergrund nicht gehen. Das kann nur Frank. Ja, aber da komme ich ja noch nicht hin. Ich komme ja nicht dran. Ich habe es ja ausprobiert. Ich habe es ja ausprobiert. Und hier, siehst du? Ich kann leider nicht da hoch. Und wie du auch siehst, ist die Reichweite nicht hoch genug, als dass ich da dran kommen würde mit Telekinese. Das muss ich von oben machen. So, die Frage ist, was muss ich jetzt mit dem Penner hier machen? Okay. Er hat aber ein Schutzschild, der Drecksack. Und zwar einen unzerstörbaren, wie es scheint. Ich hatte ja gedacht, ich muss einfach nur lang genug da drin stehen und die Dinger auf ihn schießen. Vielleicht muss ich auch woanders hinballern. Au! Oh, shit. Und dann muss ich jedes Mal wieder hier anfangen. Das finde ich echt scheiße. Es sollte nach jedem so einem Abschnitt hier eigentlich ein Autosave geben, finde ich. Die hätten mit Autosave-Points nicht sparen sollen, wenn man nicht... Ah, ich bin zu langsam. Wenn man das nicht selber machen kann, wenn man nicht selber speichern kann, hätten sie damit nicht sparen dürfen. Das ist immer der größte Fehler in jedem Spiel, finde ich. Den man machen kann, wenn man mit Autosave-Points spart. Wenn man auf ein System setzt, das nur Autosave ist. Ah, shit. Damn it, ich bin so dumm. Kannst du das Tier reiten? Nein, kann ich nicht. Nein. Kann ich leider nicht. Ich habe nur diese Fertigkeiten und sonst leider überhaupt nichts. Aber ich weiß auch nicht, was Teleportation mir hier nutzen könnte. Oder Telekinese. Ich habe nichts dafür. Und der Zugang ist halt auch Unsinn. Weil ich keinen Schalter habe, den ich betätigen kann. I really don't get it. Again. Nein! Oh, ich bin so dämlich. Es ist so nervig, ey. Dass ich es dauernd verkacke. Kannst du das Tier... Ne, vielleicht ist das neben der Leiter ja so aussieht. Die Plattform... Ja, er kann ja nicht hochspringen. Oder er will nicht hochspringen. Er springt wahrscheinlich erst hoch, wenn alle an sind. And that's the major problem right now. Ich komme halt nicht weiter. Euer neues Spielchen bei John ist echt cool. Dankeschön, Viandra. Das freut mich. Ich finde Pen and Paper auch sehr cool, seit ich mich damit mal ein bisschen befasst habe. John macht da noch so ein bisschen seine eigene Würze rein. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist, aber... Ich gehe einfach mal davon aus, dass es so ist, dass es gut ist. Also insofern. Ich bin aber froh, wenn dann besseres Abenteuer kommt. Besseres Abenteuer, sorry. Meinte ich nicht. Ich meinte ein richtiges Abenteuer, also DSA pur. Anstelle von Johns Spielefantasien. Geh mal mit dem Schild näher an den Typen ran. Vielleicht kannst du dann ja was machen. Das Problem ist, ich kann mich nicht bewegen, wenn der Schild aktiv ist. Und wenn der Schild nicht aktiv ist, bin ich tot. Wann kommt eigentlich Teil 2 von dem Mind-RPG, meinst du, Gimli? Der kommt nächsten Donnerstag, laut John, wenn er dran denkt und wenn er es schafft, das zusammenzubasteln, weil das ist eine Menge Arbeit wahrscheinlich, weil er da wahrscheinlich noch ein bisschen rumschneidet oder sowas. Er hat zwar gemeint, es ist weniger, dadurch, dass wir das mit Roll20 machen und sowas, aber es ist ja dennoch ein bisschen Arbeit zum Schneiden und sowas.
Er muss dazu kommen. Ich hab dich schon auf der Bank sitzen sehen mit einem mit deinem Tierchen. Vielleicht werde ich mal was zeichnen, wenn ich die Muße dazu habe. Da würden wir uns sehr drüber freuen, Viandra. Fanart ist immer gerne gesehen. Und die zeigen wir dann auch im Part, denke ich. Also John wird das dann machen. Aber ja. Wäre sehr cool, wäre sehr lustig. Denk nur dran, dass das Vieh ziemlich groß ist. Also es ist größer als mein Charakter. Der Wolf. Die kleine Nief. Okay, was können wir jetzt hier machen? Ich kann es nicht nach da oben umlenken. Maybe, aber dann müsste ich hier stehen. Er kommt nicht hoch genug, also das ist es auch nicht. Ich kann nicht drunter durchkriechen, weil der Drecksack sich anpasst. Meine anderen Tools sind die Telekinese, die kann ich nicht anwenden, wenn ich irgendeine andere Fertigkeit... Telekinese, ja die sowieso, die kann ich eh nicht anwenden, weil die nichts ist zum Telekinetisieren. Ich habe noch den Teleport, ich kann mich nur zurück teleportieren, nicht irgendwo hin. Also kann ich mich auch nicht hinterhin teleportieren. Die einzige Sache, die mir hier hilft, ist der Schild. Ja, aber es geht nicht. Der lässt mir auch keine Pause und nichts. Dahin geht's auch nicht weiter. Da oben ist wieder ein Punkt, wo sich unser Frank verstecken kann. Wahrscheinlich, um den dann auszuschalten, weil das wahrscheinlich Granatenfuzzi ist. Aber erst muss ich den irgendwie ausgeschaltet bekommen und ich weiß echt noch nicht wie. Kann die Farbe irgendwas bringen? Er ist blau. Nein, reicht sie leider nicht, Shiro. Ja, man muss irgendwie an den vorbeikommen, Hugetier, natürlich. Irgendwie muss es gehen. Das Spiel ist getestet und schon oft durchgespielt worden in dem Jahr, in dem es raus ist. Also es, anderthalb Jahre sind es mittlerweile sogar schon fast. Aber ich komme gerade nicht drauf, wie. Es muss einen ganz einfachen Trick geben dabei. Ah, wisst ihr was? Guck mal hier. Da. Ich muss einen seiner Laserstrahlen da hochtreiben, glaube ich. Und das müsste von hier aus ungefähr funktionieren. Und dann fällt das runter und begräbt ihn. Wetten wir's? Wetten, das ist es? Sehr gut, Viandra. Ich freue mich, wenn man sich das gut vorstellen kann. Ich hoffe, wir finden auch noch so ein bisschen da mehr rein, weil momentan ist das ja alles noch auch neu für uns. Und wir stellen uns ein bisschen dämlich an, oder... Oh, ihr müsst echt... Freut euch drauf. Die nächsten Parts, Leute. Oh mein Gott. Wir haben ja schon wieder eine Session aufgenommen letzten Freitag. Das ist unglaublich, ey. Was da auch für Rolls bei rumkam. Wie wir würfeln. Das ist einfach... Das geht auf keine Kuhhaut, ey. Entweder übermäßig awesome oder übermäßig bescheuert. Ah, seht ihr? Seht ihr? Jawoll. Du Dreckschwein. Haben wir's. Wunderbar. Okay, da oben wird's auch eklig wegen dem Sand, der uns runtertreiben wird. So, ja, jetzt werde ich wieder unterbrochen. Dankeschön von dem Typen. Aber ja, das soll sie ja auch. Man soll es ja auch gut vorstellen können. Und es wird ein bisschen fantastisch werden in den nächsten Parts. Oh Gott, wie soll ich das denn machen? Tinkern ist zu weit weg. Ja, das ist toll. Ich weiß, wie ich das machen soll. Okay. Wir werden uns erstmal diese Plattform holen. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das machen muss. Obwohl... Ja, wir machen das so, passt auf. Erstmal hole ich unten die Plattform, damit er hier hoch kann. Denn jetzt wird er wahrscheinlich auch hier hochkommen. Der arme Frank. Der so ein bisschen geschafft aussieht gerade. Ach, das war ja auch dumm, ne? Das funktioniert eh nicht so. Okay. Yay, jetzt kommt er mit. Sehr schön, weil ich die Droiden hier kaputt gehauen habe. So, aber ihr seht, das hier oben erreiche ich so nicht. Da muss ich jetzt auf die andere Seite und dafür brauche ich wohl die Teleportation. Ich muss jetzt noch einmal warten, bis der wieder hierhin zurückgekommen ist, damit ich ordentlich teleportieren kann. Ich hatte mich TWD-Podcast total verhaspelt, vor lauter Aufregung. Ja, wenn du dir die Parts von Isaac anschaust, bei denen ich das erste Mal bei John dabei war, da war ich auch ultra nervös. Ich habe nur gelacht, das war total schlimm. Tinkern könnte mich hier hochheben, okay. Cool, dass er das könnte. Mach schon! Oh Gott, hoffentlich komme ich hier klar. Ah, bitte töte uns nicht! Please don't kill us. Das ist nämlich wieder so ein Sprengfuzzi. So ein dreckiger. Okay, und Tinkern kann mich dann hier hochheben.
Go, 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 Tinkern. Go, 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 go. Lass dich nicht treffen, sonst gibt's Haue. Ah, wie er da wieder guckt. Ich töte ihn. Nom, 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 nom. Finde ich super. Warte auf mich. Yay, er macht uns wieder eine Räuberleiter. Auch es ist so süß, das Vieh. Ich mag ihn. Er ist so ein treuer Freund, obwohl wir seine... Sagen wir mal, seinen Artangehörigen getötet haben. Wir wissen nicht, ob es Mutti oder Faddy war. Es war auf jeden Fall jemand. Und es war nicht nett. Ich hoffe, ich habe einen neuen Speicherpunkt bekommen. Warum komme ich hier... Ah ja, okay. Ah! Der wollte auf einmal nicht weitergehen, weil ich wahrscheinlich nicht perfekt da war, an der richtigen Stelle. Wo auch immer dieser Sand aus den Löchern herkommt. Oh, guck mal, er kann einfach da drüber springen, wie schön. Hättest du mich nicht auf den Rücken mitnehmen können? Ist wahrscheinlich zu stolz. Den kann, beziehungsweise... Frank ist auch nur ein echter Zwerg, ne? Okay. Ja, bis jetzt läuft's ganz gut. Okay, wir könnten links weiter. Oh nee, jetzt kommt hier die richtige Kracke, ne? Wehe, du tust was Frank an. Ich sag dir, dann gibt's Probleme mit uns. Aber die Hauptsache ist ja, dass man Spaß hat und es hat mega Spaß gemacht. Ja, eben, das ist auf jeden Fall die Hauptsache, Liandra. Ja, deswegen mache ich ja YouTube, ich meine. Aus einem anderen Grund würde ich es auch nicht machen. Für Geld, das wirft ja nichts ab, der Kram. Ah, nein, 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 I'm dead. Ich bin nicht tot. Warum bin ich nicht tot? Nein, nein, nein! What the hell? How, Guy, how? Okay, vielleicht... Okay, jetzt ist ja... Ja, gut. Ja, okay. Es geht auch einfacher. Nom, 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 nom. Ich darf aber nicht da runter, ne? Ja, das war klar. Und das ist so bescheuert. Diese 3 Meter, ey. Ja gut, es sind 6 Meter, aber sollte ich mal nicht so anstellen. Okay, jetzt kommen wir wenigstens hier weiter. Also uns macht das Mind-RPG auch voll Spaß. Und die Anwesenden dort haben auch schon gesagt, dass es eigentlich nicht... Oder ich weiß nicht, wer? Wer war das? Wer hat das gesagt? Dass es gar nicht wie eine Aufnahme wirkt, sondern mehr wie so ein schöner, lustiger Abend mit ein paar Leuten. Und ja, das ist es auch. Genau das ist es, Leute. Genau das ist es. Ein schöner, lustiger Abend mit ein paar Leuten, die man so kennt. Okay, muss ich wahrscheinlich andersrum machen. Okay, du feuerst nicht wirklich auf mich. Okay. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was das hier geben soll. Das ist ein tolles Spiel. Nee, da habe ich echt keinen Bock drauf. Was soll denn das? Oh Gott, ich hasse solche Spielereien, ne? Erfahre ich auch, was ich machen muss? Was für ein Zeichen ich da zusammenstellen muss? Das powert dann das Ding hier unten, ja, aber... Hä? Wie? Ich weiß doch gar nicht, was ich hier basteln soll. Ich meine, es sieht toll aus, ist super synchron, aber, hä? Hey, Kadex! Willkommen! Jetzt sind wir wieder by the way! Das wolltest du doch auch sehen, habe ich gedacht. Hast du zumindest letztes Mal geäußert bei Just Cause. Just Cause werde ich heute trotzdem noch ein bisschen spielen, glaube ich. Kann mir einer sagen, wie ich das hier anordnen muss? Weil, habe ich irgendwo einen Hinweis darauf übersehen? Ich kann ja jetzt wohl nicht wahllos irgendeinen Scheiß machen, das ist ja auch Quatsch. Einfach hier wahllos drauf rumdrücken, bis irgendwas funktioniert, hat noch nie was gebracht. Muss ich die alle nach oben stellen, oder? Es könnte sein, dass ich die Ausrichtung komplett umdrehen muss. Wäre aber auch irgendwie komisch. Ja, und ab jetzt kann sie mir funktionieren, weil... Toll, der eine geht nicht. Nee, ich hasse solche Rätsel. Die Art Rätsel finde ich total kacke hier. Diese Art Rätsel ist total blöd. Ist richtig doof.
Boah, das ist wieder so ein Schiss. So? Wirklich? Ich muss die einfach nur umdrehen? Oh. Ah, und dann kommt Wasser da durch und das betreibt dieses Gerät. Okay, cool. Lustig. Oh. Und das ist jetzt auch frei. Interessant. Ach, guck mal, wie schön. Ach ja, jetzt habe ich einen Aufzug mir geschaffen. Ist das nicht knuffig? Und Tinker ist schon wieder da, beziehungsweise Frank. Ach, wie schön. Bis später, Madeline. Nur alle umdrehen, das war ein bisschen doof irgendwie. Das Rätsel fand ich doof. Es war halt einfach so da. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, weil... Hä? Instinktiv habe ich irgendwie das Richtige gemacht beim fünften Versuch, aber... Okay, das hier ist jetzt ein Rätsel, auf jeden Fall mit Telekinese. Auch wenn mir wieder keiner sagt, was ich machen muss. Ah, okay. Ist das so ein Rätsel? Da wüsste ich halt auch gerne, müssen die gelben Punkte irgendwo hin oder müssen die Pfeile irgendwo hin? Was ist das so ein Scheiß, ey? Wer denkt sich denn sowas aus? Ah, okay, das ist ein Problem. Dann nehme ich lieber nur den da oben. Und dann passiert genau das, was ich nicht will. Strange. Wenn ich klug genug wäre, um durch solche Rätsel durchzublicken, ne, dann wäre das auch kein Problem. Vermute ich. Aber das ist für mich immer so ein Try-and-Error-Faktor, ehrlich gesagt. Come on, eins ist falsch. Guck mal, nur das oben rechts steht andersrum als die anderen. Damn it. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die gelben Punkte... Nee, standen die nicht am Anfang so? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Vielleicht müssen die echt nach außen? Oh, das ist halt blöd, wenn man das Rätsel nicht versteht, ne, was dabei rauskommen soll. Wow, genau verkehrt rum. Ich will da hoch. Ich will zu dem da oben. Aber ich kann nicht. Er lässt mich nicht. Ich darf nicht zu dem oben rechts. Was soll denn das? Jetzt darf ich wieder. Ist bescheuert. Ah, die Musik ist toll in dem Spiel. Hä, warum nimmt das jetzt nur das oben links mit und nicht das unten rechts? Ich verstehe das Rätsel nicht, Leute. Waren nicht auch vier Räder an der Klippe neben dem Aufzug? Da habe ich gar nicht drauf geachtet, Sabotierer, da sagst du was. Ja, ich habe zwei neue Kräfte, Kadex. Ich habe die, ich hatte ja zuerst den Zugang der Telekinese, jetzt habe ich auch noch ein Schild. Siehst du, ein Schild. Und ich habe die Teleportation. Ich kann mich halt zu dem Ort, an dem ich schon war, zurückteleportieren. Leider nur so rum. Was ein bisschen schade war. Vier Räder beim Aufzug. Okay, das ist ein guter Hinweis. Danke, Sabotierer. Da habe ich wohl nicht drauf geachtet gerade. Oh, Frank ist wieder da. Ich mag Frank. Vier Räder beim Aufzug. Ah, natürlich. Das waren doch die mit den Rohren drauf, ne? Oder? Waren das diese Räder? Ah, guck mal in der Schau. Okay. Jetzt kann ich wenigstens rausfinden, was ich da machen soll. Oh, crap. Oh, mega crap. Ja, das Blöde ist... Also, das rechts oben steht richtig. Ja.
Das rechts oben steht richtig und das links unten... Ja, die müssen alle nach außen zeigen. Alle Pfeile müssen nach außen zeigen, dann passt's. Schätze ich. Also das heißt, der Pfeil muss hier sein und der Pfeil muss dort sein und dann funktioniert's. So sieht's momentan für mich aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, ich hasse Rätsel, die so disconnected sind, wo man nicht das Resultat sehen kann direkt. Ich glaube, die müssen einfach nur nach außen. Das machen wir jetzt mal. Oh, Frank liegt da schon wieder und ruht sich aus. Schön. Vielleicht bekommt ihm die Hitze nicht. Vielleicht ist auch zu trocken, die Hitze. Er ist ja eher eine feuchte Hitze gewöhnt? Oder mehr... Ja, obwohl, er ist mehr Temperate Climate gewöhnt anscheinend. Also unser Klima, europäisches Klima. Vielen Dank für den Hinweis, Sabotierer. Sehr gut aufgepasst. Aber ja, ich denke, ich muss einfach die Räder hier unten andersrum drehen. Nämlich so und so. So eigentlich, ja. Jetzt ist nur das hier oben wieder anders, ne? Das darf nicht so sein. Das muss so sein. Kann ich das nochmal so drehen und dann... Ist auch nicht richtig. Teilweise sind die auch nicht, bewegen die sich nicht ordentlich, so wie sie sollten. Ah, come on. Guck mal, das, guck mal, wieso dreht sich das so komisch, wenn ich das mache? Bescheuert. Ja, und auch da ist es wieder so. Die folgen einem ganz doofen... Whatever hat funktioniert. Ist okay, hat funktioniert. Ich frag nicht nach. Nein. Nope. Ist okay. Ihr habt's Bing gehört. Bing heißt, es funktioniert. Funktionieren ist super. Man muss nicht verstehen, wie es funktioniert. In diesem Moment zumindest, weil das würde mir jetzt zu viel Kapazität abverlangen. Die ich nicht einsetzen will dafür. Für den unwichtigen Kram gerade. What? Try an Epic, genau, Sabotierer, so muss es sein. Ah, so ein Cheat, ey. Ich dachte ja, oben links steht schon richtig, K-Dex. Ich dachte, der steht schon absolut top. Aber da habe ich mich getäuscht. Jetzt steht er richtig. Und was bringt mir das? Ich muss jetzt auf die andere Seite kommen. Willst du mich verarschen? Oh Gott. Das heißt, ich darf hier wieder runter. Da sieht man das Rohr und es macht irgendwas. Warum muss ich jetzt auf diese Seite kommen? Folgen wir einfach mal dem Rohr. Okay, da hat es jetzt was gemacht, aber... Me not knowing what it did. Habt ihr eine Idee? Okay, die Erinnerung habe ich wohl. Ja, die habe ich. Gut. Ich wollte es nur nochmal testen, nur nochmal checken. Was hat mir das mit dem Wasser jetzt gebracht? Ich habe immer noch keinen Sprengstoff, mit dem ich die Säule kaputt hauen kann. Ich meine, mehr Belastung würde ja auch ausreichen, dass die Säule kaputt geht. Diese hier. I don't know. Ich weiß nicht, was es gebracht hat. Hoffentlich finden wir jetzt einen Weg, wie es weitergehen sollte. Und ich sollte mir mit der Teleportation arbeiten, wenn ich weiß, dass ich wieder zurück muss. Hätten wir uns den Weg nämlich jetzt sparen können. Da oben links komme ich nicht hin. Weil, guck, ich kann nicht da hochspringen. Das ist keine Lara Croft, der Typ. Dem fehlen die Airbags. Wisst ihr? Da kann er nicht so gut springen. Hat zu wenig Bouncing nebenbei sich. Oh, unser Schiff ist so zerstört, Menno. Gemein. Okay, also muss ja irgendwas hier noch passieren können. Vielleicht muss ich einfach nur wieder hier rauf? Das kann ich mir auch einfacher machen. Ich nehme einfach den Aufzug. Ein sehr langwieriges Spiel, aber ich finde es interessant. Und ich bin gespannt, was wir jetzt mit unserer Frau machen, weil ich hoffe, die Energieversorgung bricht nicht zusammen. Ansonsten taut sie ja auf und dann wird es ziemlich eklig. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir es am Anfang des Spiels ausgegraben aus dem Grab. Kann ich hier jetzt was machen nochmal? Nein, kann ich nicht. Dich kann ich leider auch nicht killen. Hier geht nichts. Ach, warte mal. Natürlich kann ich da hin. Geh mal weg. Nein, geh weg.
Hätte ich schon die ganze Zeit machen können, ich Vollidiot. Ich kann doch drüber springen. Oh, no. Ins Schiff zurück, da gibt's ja nichts, Sabotierer.